So, ich grüße jeden, der das Video vielleicht sieht. Oder jeden, der das Video sieht. Ich rauche im Video, weil ich bin einfach nur noch vollkommen abgenervt. Ich möchte mal darauf eingehen, wie halt mit der Rückrufaktion bei meinem Mustang umgegangen wird. Weil ich finde, das sind voll die komplett desolate Zustände. Ich fange einfach am Anfang an. Das Ding ist ein 2005er Baujahr. Ich selber habe den seit 2013. 2016 habe ich das erste Mal in der Presse davon erfahren, dass wohl irgendein japanischer Hersteller, ich war ein japanischer, wohl Probleme mit den Airbags hatte oder mit irgendwelchen Bauteilen beim Airbag oder was auch immer. Auf jeden Fall gab es da wohl eine fette Rückrufaktion von Millionen Airbags. Ja, bin dann auch direkt zu meinem Ford-Händler gefahren, habe mal nachgefragt, mal abgecheckt, wie das aussieht, ob meiner da auch drunter fällt. Er konnte mir in der Hinsicht nicht weiterhelfen, weil halt keine Ford US-Vertragswerkstatt, wie auch immer ist, macht halt keine Importfahrzeuge. Aber hat mir gesagt, ich soll dann halt einfach warten. Ford wird mich dann anschreiben, offiziell, und wird dann darum bitten, dass ich das halt wahrnehme, die Rückrufaktion. Gut, habe ich gewartet, habe jahrelang gewartet, bis Ende 2020 habe ich keinen Brief von Ford bekommen, keinen Brief vom KBR bekommen. Dafür habe ich dann am 5.01.2021 einen Brief vom Landkreis bekommen. Vom Straßenverkehrsamt natürlich. In dem stand drin, entweder Fahrzeug umrüsten innerhalb von 14 Tagen, abmelden oder zwangsstilllegen. Erste kommt noch in Frage, alles andere ist totaler Irrsinn bei einer Rückrufaktion. Habe ich mir so gedacht, so weit gefehlt. Ja, auf jeden Fall. Ich dann direkt wieder zu Ford gefahren. Abgecheckt, wie sieht das aus? Könnt ihr das machen? Können sie natürlich nicht machen. Sind immer noch keine Ford US-Vertragswerkstatt. Ich müsste beim Kundenservice anrufen. Ich nach Hause gefahren, direkt am gleichen Tag beim Kundenservice angerufen. Der Typ wollte nichts wissen, der wollte meine Fragestellen immer nicht wissen. Ich habe nur gesagt, Rückrufaktion, Ford Mustang, Gas Airbag. Er so, ja, welches Baujahr, bla bla bla. Okay, ist ein Import. Können dir normale Vertragswerkstätten nicht weiterhelfen. Musst du in die nächstgelegene Ford US-Vertragswerkstatt. Habe ich gefragt, ja, wie sieht denn das aus? Sag mir mal die nächste Vertragswerkstatt. Er sagt mir die nächste Vertragswerkstatt, mir brutzelt was aus der Hose raus. Da sagt er zu mir, ich soll nach Heinsberg fahren. Ich soll nach Heinsberg fahren? Heinsberg ist in Nordrhein-Westfalen. Das ist 420 Kilometer von mir entfernt. Noch ganz fresh oder was? Also, das kann ja wohl nicht sein. Ich glaube, irgendwann mal gehört zu haben, dass es auch eine Werkstatt in Hamburg gegeben oder in Hamburg gibt. Wenn ich mich nicht irre. Also irgendwer hat das mal erzählt. Und das wäre auf jeden Fall näher dran, als 420 Kilometer nach Nordrhein-Westfalen zu ballern. Und außerdem, wer bezahlt mir denn das? Also ich sag mal, wenn ich so 30, 40, 60 Kilometer irgendwo zu einer Werkstatt fahre bei einer Rückrufaktion, finde ich das ja noch okay. Aber ich fahre doch keine 420 Kilometer pro Strecke. Für vielleicht, keine Ahnung, was dauert das? Eine Stunde Arbeit, den Airbag ausklipsen und dann einen neuen rein? Also, bitte, das ist ja, nee, nee. Was soll das? Ja, auf jeden Fall Gespräch beendet. Dann erstmal mit der Frau vom Straßenverkehrsamt wieder telefoniert, dass es so schnell nicht klappt. Da hat sie gesagt, ja, dann könnte man ja bis zum 28. muss es auf jeden Fall gemacht werden. Ich mir weiter Gedanken gemacht, wie ich das mache. Wetter ist auch immer schlechter geworden, keine Winterreifen drauf. Weil nie Winterreifen gebraucht, könnte man ja sagen, ja, selber schuld, keine Winterreifen. Ja, aber ich fahre den im Winter, halte gar nicht so. Ich bewege den nicht, der steht bei mir in der Garage und das alles. Ich habe den einmal gefahren. Mir persönlich macht halt 300 Heck angetriebene PS auf, macht mir persönlich keinen Spaß. Ja, gut, ich mir weiter Gedanken gemacht. Die Tage sind ins Land gezogen so. Ich glaube, das kann man so nicht sagen, aber ist auch egal. Ja, dann war der schon der 28. Ich nochmal angerufen. Zwischenzeitlich habe ich auch noch mit einem vom Ford
Live-Chat geschrieben. Der hat mir dann gesagt, das müsste eigentlich jede Werkstatt machen. Und dann hat er wieder gesagt, das müsste nur jede Ford US-Vertragswerkstatt machen. Ich war keine Ahnung, was mit dem los war. Ja, dann war der 28. Dann habe ich die gute Frau angerufen vom Straßenverkehrsamt. Die hat mir gesagt, ich muss ihn jetzt abmelden oder er wird zwangsabgemeldet. Und dann stehen natürlich weitere Kosten. Da ich habe versucht, das mit ihr zu klären, dass es einfach, dass es so nicht geht. Aber, weil wenn ich den jetzt abmelde, kriege ich den, dann tragen die mir das ein, dass sie die Rückrufaktion, dann kriege ich den nie wieder angemeldet. Weil was soll ich denn dann machen? Soll ich den auf den Trailer drauffahren, mir ein Zugfahrzeug leihen, mir einen Trailer leihen und dann nach Heinsberg runterballern, 400 Kilometer? Was sind denn das für unglaubliche Kosten? Das frisst ja die Kosten von dem Gasgenerator, oder würde ich jetzt mal pauschal schätzen. Ich habe keine Ahnung, was so ein Gasgenerator kostet. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Auf jeden Fall frisst es die Kosten ja auf. Also, das ist ja unglaublich. Oder da fressen mich die Kosten ja auf. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Und ansonsten habe ich ein abgemeldetes 10.000 Euro Auto einfach in der Garage rumstehen und kannst doch nicht mal mehr anmelden. So weit, so gut. Gut, dann habe ich mich erstmal mit der Frau geeinigt. Erstmal einen Termin gemacht für den 11.2. 11.2. ist das. Beziehungsweise, ja, 11.2. habe ich einen Termin gemacht zum Abmelden, habe das der Frau dann geschrieben. Ja, gut. Dann habe ich mal wieder einen Kundenservice konsultiert, heute. Na gut, eher habe ich die konfrontiert. Ja, und dann habe ich halt mit der Frau da rumdiskutiert. Das war eigentlich eine ganz nette Frau, aber die konnte mir auch gar nicht weiterhelfen und ohne Witz, also als ich sie darauf angesprochen habe, ob sie nicht vielleicht einen Vorgesetzten hätte, der ein bisschen mehr zu sagen hat und der das vielleicht mal an irgendwen weiterleiten kann, der da auch irgendwas machen kann. Nein, da hat sie mir gesagt, das fand ich unglaublich. Ich muss erstmal einen Schluck trinken, das geht so nicht weiter. Da hat sie mir gesagt, sie könnte mir ja von Ford in den USA die Nummer geben, dann könnte ich da anrufen. Will die mich verarschen oder was? Also da kam ich mir wirklich komplett verarscht vor. Also soll ich versuchen, das mit, rufe ich in den USA an und versuche das mit Ford in den USA zu klären? Ey, das ist mir alles zu viel. Ich bin einfach nur noch vollkommen gestresst. Habt ihr vielleicht irgendwer von euch eine Idee, wo man irgendeine US-Werkstatt, die vielleicht mit Ford zusammenarbeitet oder so in Niedersachsen? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.